Ja, und die kommen gut voran. Bloß der Deadlex, der hat noch nichts hochgeladen. Ich hoffe, er macht da noch was. Und was hast du für Pokémon? Hehehe, ich habe meinem Bruder gesagt, er soll Shorts anziehen. Ach, dann bist du der Übeltäter. Wegen den Brennnesseln, ne? Aber du bist auch ein Teenager. Und trägst auch eine Shorts. Oh, Happy Tag, sehr gut. Ja, kommt eigentlich sehr gut, weil ich jetzt Pikachu habe. Und es ist so gut wie besiegt. Und noch paralysiert, sehr gut. Oh, Silberblick, mach du ruhig. So. Und dann Happy Tag ist Geschichte. Nein, verloren. Tja. Ist halt so. Obwohl, nee, warte mal, ich weiß noch, dass ein Trainer hier auch noch einen Phlegmon hatte. Bloß ich weiß jetzt nicht genau, welcher Trainer. Dich habe ich, ne? Ja. Oder warst du das? Weiß ich jetzt nicht mehr. Warum schaust du mich so fasziniert an? Sag mal, fragen mich das jetzt alle Mädels ab hier, oder... Wie darf ich mir das vorstellen? Oh nö, nicht schon wieder ein Radfahrt. Aber mein Pikachu ist ja um 4 Level stärker. Das müsste es eigentlich schaffen. Ja, ruckzuckieb. Ja. Und schon wieder. Oh Gott. Oh, das sieht knapp aus. Aber es hat noch besiegt. Oh, mehr nicht jetzt Nidoran. Okay, da wechsle ich mal. Zu Textblock. Ja, mach erstmal Windstoß. Ja, Silberblick, mach mal. Einmal Ruckzuckhieb noch und dann bist du eh platt. So, das war's. Bleib immer nett. Ja. Ich bin immer nett. Och ne, ich will nicht schon wieder einen Trank verballern. Boah! Jetzt zwingt mich das Spiel natürlich ins Pokémon Center zu gehen, aber da aktiviere ich mal kurz die Speed-Taste. So. Es war ein bisschen unprofessionell in der Aufnahme zu speeden, aber ich möchte ja auch noch heute in der Aufnahme vorankommen. So. Oder hattest du jetzt ein Phlegmon? Ich weiß das jetzt gar nicht mehr. Oder täusche ich mich jetzt? Meine neuen Pokémon wollen kämpfen. Also, hast du mehrere? Ja, zwei. Nö, ist ein Käfersammler. Okay, dann habe ich mich ein bisschen geirrt. Das kann auch vorkommen. Und ist auch schon gleich besiegt. Auch gut. Und Surfcorn. Ja, ja. Da kann mein Pikachu drin bleiben. Oh, Level 11. Man merkt es den Trainern an. Die werden auch jetzt langsam schwerer. Aber nur ein bisschen. Die Arenaleiter sind da ein bisschen hardcorer. Also hardcore-mäßig drauf als die Trainer. Oh ja. Du hast meine Pokémon besiegt. Ja, ist halt so. Huch! Sollen das etwa Annäherungsversuche sein? Ja, wenn du es so betrachten möchtest, obwohl ich nur die Route machen möchte, von mir aus. Oh, ein Pummeluff. Oh, Level 14. Dann mache ich jetzt mal Donnerwelle. Oh, Pfund. Wow! Dein Pummeluff ist aber ganz schön stark. Volltreffer. Autsch. Ha, paralysiert. Gott sei Dank. Oh ne, nicht Aussetzer.
Und dann auch ruckzuck hier bis blockiert. Kann ich jetzt nicht verwenden. Toll. Okay, Donnerschock. Und Level 15. Ah, Doppelteam. Ja. Kann ich ja mal erlernen. Dann geht Heuler weg, komm. Setz dich eh dann im Höchstfall nur bei Arena-Leiter kämpfen. Nur ein, sowas. Bleib mir fern. Oh, nur weil ich dich jetzt besiegt habe. Mümüschen. Okay. Ich glaube, krass gibt's nichts Besonderes. Außer nur wilde Pokémon. Okay, dann wechsle ich erstmal wieder zu Textblock. Dann tausche ich das hier auch mal ein bisschen um. Da habe ich halt auch immer so eine kleine Macke. Wie die Mrs. Jasmin hatte 87. Sie sortiert das halt auch und so bin ich halt auch wie sie. Puh, ich muss eine Pause machen. Der Weg durch den Tunnel aus Asuria City ist sehr beschwerlich. Oh ja. Ja, daran kann ich mich auch noch erinnern. Route 3 zum Mondberg. Ja. Wir sind jetzt so gut wie auf dem Mondberg. Aua, ich bin über einen Kleinstein gestolpert. Ein Stein-Pokémon. Ja. Kleinstein könnte wirklich würdige Gegner werden. Hallo, möchtest du ein Geschäft machen? Ich gebe dir ein exzellentes Cover-Door für läppische 500 Poké-Dollar. Interessiert? Nein, danke. Man kann nämlich Cover-Door nachher im späteren Verlauf umsonst bekommen. Nein? Ich wollte dir doch einen Gefallen tun. Ja, ist zwar nett, aber nein, danke. Team Rocket terrorisiert die Einwohner von Asuria City. Kein Tag vergeht ohne Meldungen über Team Rockets Schandtaten. Ja. An meinem Gürtel hängen 6 Pokébälle. Man kann maximal 6 Pokémon mit sich führen. Ja, leider. 6 ist ein bisschen wenig. Wenn du keine weiteren Pokémon tragen kannst, solltest du einige via PC ablegen. Das macht das Spiel automatisch. Oh ja, erstmal heilen. Gut. Ja, dann haben wir Route 3 jetzt erfolgreich geschafft. Und jetzt kommt der Mondberg. Also halt eine Höhle. Und das werde ich euch jetzt auch noch kurz sagen, bevor wir jetzt in den Mondberg reintreten. Ich versuche in Höhlen und Wäldern und was auch immer, halt in verschiedenen Dungeons, immer alle Items zu holen. Deswegen wird es auch immer ein bisschen dauern. Aber die Zufallskämpfe, die spiele ich trotzdem noch, ne? Damit es einigermaßen schneller geht. Ja, und ich muss auch öfters, wie gesagt, im Buch nachgucken, wo die Items sind, weil ich weiß das nicht mehr auswendig. Deswegen habt ein bisschen Geduld. Mondberg, Tunneleingang. Jawohl. Aber ich speichere mal kurz ab. Gut. Ach ja. Also, hier in dieser Etage, oder beziehungsweise wir sind ja jetzt im Erdgeschoss, es gibt natürlich noch 2 Tiefgeschosse. Also hier im Erdgeschoss gibt es 6 Items und im zweiten Tiefgeschoss gibt es noch 2. Also insgesamt gibt es hier 8 Items. Und links von uns sind jetzt schon die ersten 2 Items. Einmal hier. TM12 ist nochmal was. Weiß ich jetzt nämlich nicht mehr auswendig. Oh, Aquaknarre. Geil. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand das erlernen kann. Nee, leider. Oh, ein Kleinstein. Nee, da ist mein. Ist er. Ja, Deadlex. Komm. So. Ach ja, hier erscheinen ja auch öfters mal Kleinsteins. Stimmt ja, da war ja was. Und hier oben ist, glaube ich, auch schon der erste Trainer, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Oh, ein Zubat.
Nee, dich möchte ich nicht im Team haben, danke. Ah ja, da. Oh, zu viele Kämpfe. Oh nö, Superschall. Oh. Scheiße. Blutsauger. Ja, vorm Ausgang. Super. Das liebe ich ja immer so sehr. Pokémon Center, ich brauche dich nochmal. Danke. Ich glaube, in der nächsten Stadt werde ich mir mal ein paar mehr Tränke holen. So, links ist aber immer noch ein Item. Und ein Trainer. Wer da, wohin man schaut, überall nur zwielichtige Gestalten. Ja, ja. Ein Käfersammler mal wieder. Und du hast... Oh, ein Honio. Da muss ich aufpassen. Oh nö. Oh, Gott sei Dank, jetzt nicht vergiftet. Oh, wehe, wenn ich jetzt vergiftet bin. Gott sei Dank. So. Du bist besiegt. Oh, ein Kokuna ist nicht so gefährlich. Es sei denn, es kann auch Giftstachel. Dann könnte es natürlich sein, dass es auch gefährlich ist. Okay, solange du einen Headman machst, macht mir das nichts. So dauert der Kampf halt ein bisschen länger. Ja, toll. Zerkratzt das Kokuna. Na komm. Aber ich denke mal... Ja, okay. Ich wollte sagen, ich denke mal noch zweimal Kratzer, aber beim Volltreffer passt er schon. Sehr gut, Level 14. Und Käfersammler ist besiegt. Du hast mich eiskalt erwischt. Tja. So bin ich halt. Und ein Trank. Gut. Kann sein, dass ich noch welche hier brauche. So, das nächste ist unten rechts. Ein Zubat. Und du bist auch eine Trainerin. Gut. Was gibt's? Meine Kumpels müssten gleich hier sein. Ja und? Was interessiert mich das? Ich möchte nur zur nächsten Stadt. Oh, ein Pipi. Wow, Level 14. Ah, das passt ja. Ich habe ja hier Gott sei Dank eine Kampfattacke. Die mal wieder daneben ging. Na komm. Wow. Ausgewichen. Sehr gut. Ich habe verloren. Tja, überrascht dich das? Vorsicht, Zubat ist ein Blutsauger. Das haben wir schon gesehen im Speed-Modus. So, ich gehe jetzt mal hier nach unten. Weil es da eigentlich drei Items gibt, wie ich gerade sehe. Ja, Kleinstein, kein Problem. Bekommt doch mal endlich mal ein Level Up. Oh, scheiße. Ein Trainer. Das war ein Volltreffer. Und direkt ein Trainerkampf. Geil. Hey, scheiße nicht so herum. Hä? Oh. Ein Streber. Ah, ein Magnetilo. Jetzt weiß ich es nicht. Sind die auch schon gegen Kampfattacken anfällig? Nee. Aber zieht trotzdem ganz schön viel ab. Ja, endlich ein Level Up. Und Karateschlag. Sehr gut. Voltoball. Na komm. Ich riskier's mal. Ja, Karateschlag ist eigentlich auch eine gute Attacke. Auch wenn die normal ist. Wow. Tja, das war's wohl. Meine Pokémon bringen es nicht. Tja, kann passieren. Okay.
Textblock. Und Crony. So. Einmal gibt es hier unten ein Item. Oh, wieder ein Trank, sehr gut. Dann unten rechts. Also hier ungefähr auf der rechten Seite. Ein Zubat. Ruckzuckieb. Und besiegt. Oh, ein Sonderbonbon. Sehr gut. Tja. Wenn ich jetzt den Sonderbonbon-Sheet aktivieren könnte, dann wäre es super. Aber naja. Ist jetzt auch nicht so tragisch. Und auch besiegt. Und Textblock erreicht Level 14. So, dann trainiere ich erstmal Crony. So, und hier oben ist auch noch meins, genau. Und Fluchtseil, hebe ich mir für später auf. So, und jetzt ist noch oben links in der Ecke auch nochmal ein Item. Dann war es das auch hier schon erstmal mit den Items. Gar nicht gut, Kleinschein. Obwohl, doch, Doppelkick. Gut, dann ist das schon mal geklärt. Boah, ich hasse das. Oh, das war sehr effektiv. Nicht sehr effektiv, aber das hat schon ein bisschen weh. Wow, hier drin kann man sich leicht verlaufen. Ja, beim ersten Mal habe ich mich hier auch ein bisschen verlaufen gehabt, wo ich die gelbe Edition zum ersten Mal gespielt habe. Oh, Mirapla. Ein Pflanzen-Pokémon. Schade, dass ich jetzt keine Giftattacke oder Flugattacke oder Feuerattacke habe. Schade. Tja, gut, dass ich Bodengift bin. Ja, mach du ruhig Absorber. Zieht ja nicht so viel ab. So. Und dein Mirapla ist besiegt. Lablab, sehr gut. Ein Knuffenzer. Ja, auch von Attacke gekommen. Oh, Wachstum. Spezial nimmt zu. Oh. Und da ist er. Besiegt. Nein, ich habe verloren. Ja, ist halt so. So, jetzt kommt garantiert gleich wieder ein Zufallskampf. Wo, wenn ich jetzt hier weitergehe, wie komme ich da? Ah ja, doch. Zu einem Item. Was auch wichtig ist. Ah ja. TM1. Das ist jetzt was nochmal? Ich habe die ganzen TMs vergessen, ey. Oh, Mega Heap. Kann Deadlex oder Pikachu erlernen? Ja, nee, ich warte mal lieber ab. Erstmal. Und wir kämpfen jetzt gegen einen Team Rocket Rüpel. Wir drehen hier ein dickes Ding. Mach dich vom Acker. Darum sieht er auch anders aus. Und man kann es auch sehen. Team Rocket. Ah ne, die Rocket-Trüffel, die kommen ja erst ab der zweiten Generation. Stimmt. Hier heißen sie ja noch ganz normal Team Rocket. Genau. Och nö. Superschall hasse ich. Gut, dass die Attacke jetzt durchging. Oh, und Rettern. Ne, da wechsle ich lieber. Das wird mir ein bisschen zu riskant. Wegen der Verwirrung. Ah ja, Level 12, ja. Geht noch. Und keine Panik. Ein paar Pokémon entwickeln sich bald. Es dauert nicht mehr allzu lange. Keine Panik. Und dann werden die. Dann sind die auch stärker und. Das ist auch gut. Tja. Du bist eine harte Nuss, Kleiner.
Und ich glaube, hier am Felsbrocken kriegen wir auch noch was. Genau, ein Äther.